Hallo meine Lieben und ganz recht herzlich willkommen. Ich bin's, Janina von den strahlenden Momenten. Hallo. Ihr Lieben, es ist noch gar nicht lange her, da durfte ich die wunderbaren Projekte meiner Teammitglieder für die Teamwerkstatt Nummer 3, Quartal 3, wie auch immer, präsentieren durfte. Und wie erwartet hat es nicht lange auf sich warten lassen, bis die ersten Anfragen kamen, ob ich das Ganze nicht mal nachbasteln könnte. Ja, habe ich gesagt. Nein, natürlich habe ich ja gesagt. Und da das einfach Projekte sind, ich zeige es euch nochmal, die definitiv viel Zeit, Muße und alles Weitere benötigen, habe ich mir überlegt, so, dass ich das Ganze dann tatsächlich auch in 4 Videos aufteilen werde. Sodass jeder der Demos, dessen Projekt ich nachbastel, auch eine ganze Folge für sich bekommt. Und natürlich gibt es die eine, die ist ein bisschen kürzer, die andere ist ein bisschen länger. Ist vollkommen wurscht. Ich finde, wichtig ist am Ende, dass was so Zauberhaftes dabei rauskommt, wie es meine Teamies vorgearbeitet haben. Und ja, dementsprechend wird es heute mit dem ersten Projekt losgehen. Und heute ist Sonntag, wenn ihr das Ganze seht. Und ich versuche aber, ich bin gespannt, ob ich es schaffe, vor lauter Sprachstörungen heute. Ich würde nämlich eigentlich ganz gerne alle 4 nacheinander abdrehen, sodass ich da auch ein bisschen in sicherem Fahrwasser bin, dass ihr alle 4 Projekte seht und mir nicht doch wieder irgendwas dazwischen kommt. Aber lassen wir uns überraschen, vor allen Dingen auch, mit welchem Projekt wir heute starten. Also, ich freue mich, wenn du dran bleibst. Im Intro schon gesagt habe, kann ich jetzt natürlich nicht alle 4 Projekte auf einmal nachbasteln und natürlich möchte ich auch nicht nochmal genauso eine zauberhafte Serie wie diese hier machen mit Blumen, sondern ich habe mir überlegt, ich möchte das Ganze mal so in Richtung Männergeschenkset trimmen und dementsprechend werde ich heute mit was ganz anderem starten. Und ich bin gespannt, denn zum Zeitpunkt, wo ich das hier aufnehme, gab es schon mein Live-Video mit dem Unboxing von dieser neuen Produktreihe, die mich so mega überrascht und in den Bann gezogen hat, dass ich gedacht habe, jo, hey, passt doch wie Arsch auf Eimer. Sorry, ist so bei uns so eine Redensart, ist jetzt nicht böse gemeint, aber genau. Und ich würde sagen, wir starten heute mit Brigittes Karte. Einfach auch, weil wir diese Woche schon ein Live-Video hatten, wo ich mit euch auch nochmal 2 Karten mit diesem neuen Design durchgegangen bin, mit dieser neuen Produktreihe. Und ich möchte auf jeden Fall auch nochmal daran erinnern, sowohl das Designpapier, aber das zeige ich euch gleich. Ich greife schon wieder zu sehr vor. Also, ich zeige euch nochmal gerade. Es wird heute um... So, in diesem Video wird es um diese Karte gehen, die wir nachbasteln werden. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Das hatte sie hier nämlich auch ganz herzallerliebst gestaltet, auch mit einem wunderschön kolorierten, ausgestanzten Teil. Inwieweit wir das jetzt machen können, lasse ich mir noch was einfallen, aber mit Banderole das Ganze versehen. Und ich denke, das macht sich ganz gut. Und ich zeige euch jetzt, mit welchem neuen Produktpaket wir arbeiten, beziehungsweise auch welche Vorabaktion, so sollte ich es eher nennen, denn Teile davon gibt es tatsächlich nur in der Vorabaktion. So, ich hatte mir hier auch schon ein Stückchen Gold abgeschnitten, aber... Offensichtlich habe ich das wieder einmal
verlegt. So, ich habe mir auf die Fahne geschrieben, dass ich in diesen Projekten, und ich möchte an der Stelle betonen, ich habe keinen meiner Teamies angeschrieben und gefragt, habt ihr noch die Maße, könnt ihr mir die geben, sondern ich habe wirklich versucht, die selber rauszutüfteln, um das Ganze nachzubasteln. So. Und jetzt ist diese Karte, die sieht relativ unscheinbar aus und die ist jetzt wahrscheinlich auch nicht das komplizierteste auf Erden, aber ganz so easygoing ist sie eben auch nicht. So, jetzt geht es aber erst einmal um die Produktreihe, die wir heute nutzen wollen. Und zwar geht es um Garten Eden. Und da zeige ich euch mal gerade, das hier sind die Stanzformen, die dieser Garten Eden zu bieten hat. Und das hier sind die dazugehörigen Stempel. Und die Stanzen und auch die Stempel sind eine Vorab-Aktion, denn die beiden werdet ihr auch wiederfinden in unserem Frühjahr-Sommer-Katalog 2022. Also das ist schon ganz, ganz... Ja, wenn ich jetzt sage heiße Ware, klingt das irgendwie so illegal. Aber es ist tatsächlich noch nicht wirklich erschienen und trotzdem könnt ihr das als Vorab-Aktion ab dem 2. November käuflich erwerben. Bis zum 2. Januar, glaube ich. Und dann ab dem 3. startet ja schon wieder die Celebration. So, und natürlich könnt ihr mit diesem Produktpaket auch noch warten bis in den Januar, wenn ihr mögt. Aber, und das zeige ich euch jetzt, dieses wunderschöne, formvollendete Designpapier, was wirklich wie gemacht ist, auch für Männerkarten. Ja, richtig edel, mit Gold embossed. Und hier sind nur die Farben Celadon, Lodengrün und Gold vertreten. Und das auf allen Bögen. Ich habe euch das auch schon mal gezeigt, ausführlicher, in dem YouTube Live. Da habe ich es entpackt. Aber das sind die Designpapiere, die dazugehören. Und die gibt es genauso wie das dazugehörige Baumwollpapier, was ganz, ganz dünn ist. Gibt es das nur in der Vorab-Aktion. Also das hier plus die Strasssteine, das zeige ich euch vielleicht gleich noch. Und auch das Baumwollpapier gibt es ausschließlich in der Vorab-Aktion und auch nur, solange der Vorrat reicht. Und ich möchte an dieser Stelle darauf aufmerksam machen, letztes Jahr oder beziehungsweise dieses Jahr hatten wir, bis dieses Jahr hatten wir auch eine Vorab-Aktion, nämlich mit diesem, wie hieß das, Flügel voller, ich komme nicht mehr drauf, Butterfly Brilliance zu Englisch. Da gab es auch dieses wunderschöne Schmetterlingspapier, was ratzifatzi ausverkauft war. Und ich fürchte fast, dass es hier bei Garten Eden genauso sein wird, denn das ist sowohl für Gartenfreunde als auch für Männer das perfekte Papier. Und danach sind wir ja immer auf der Suche, oder? Nach etwas, was wir super nutzen können für Männergeschenk. Ich meine, hallo? Ja, also, das werden wir nutzen. Und ich werde genauso spartanisch rangehen, wie meine Teammitglieder das machen müssen. Nämlich mit einem Stück Celadon in DIN A4, einem Farbkarton in Grundweiß in DIN A4, einmal 6x6 Inch Designpapier von diesem wirklich wunderschönen, und ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber hier sind so ganz kleine goldene Pünktchen. Ganz klein. Richtig cool. Und ich habe mir hier gerade ja dann nochmal ein Stückchen schimmerndes Geschenkband, was es im aktuellen Herbst-Winter-Katalog gibt, in Gold, habe ich mir dann auch nochmal bestellt. Habe ich es mir nicht nochmal, weil ich hatte es ja ursprünglich schon doppelt bestellt. Also ich habe davon noch ein bisschen, aber ich fürchte, das wird relativ schnell zur Neige gehen. Ich habe das gerne genutzt für den goldenen Herbst. Und jetzt kommt auch noch der Garten Eden dazu. Egal. So, das sind die Zutaten, sage ich jetzt mal, die ich nutzen werde, um diese Karte hier zu gestalten. Und ihr dürft gespannt sein, genauso wie auch ich gespannt bin. So, alles so. Jetzt muss ich mir hier gerade meine Spickzettel mit den Maßen nochmal dazulegen. Also, wir brauchen ein Stück Farbkarton.
in 18,5 mal 15 cm. Da hatte die liebe Brigitte hier das Blütenrosa genutzt. Ich werde jetzt dementsprechend mit Celadon starten. So. Und zwar in 15 cm mal. Ups. Ah, jetzt sehe ich auch. Ist mir mein Goldband schon wieder abhanden gekommen. So, mal 18,5. Das heißt, wir kürzen uns das hier ein wenig ein. 18,5. So, diesen Teil hatte sie geprägt. Das werde ich an der Stelle ein bisschen anders machen, glaube ich. Aber so war das bei ihr. Und ich falze das Ganze bei 8 cm. Und wenn ich mir das dann zurechtknicke, habe ich hier auch schon das Kartenformat. Und dann brauchen wir natürlich ein Stück in Grundweiß. Und zwar in 14,5 mal 7,5. Allerdings schneide ich mir jetzt vorab schon mal von dem Grundweiß hier so ein langes Stückchen ab, damit ich daraus eine Banderole machen kann. Und ich glaube, ich bin da ein bisschen großzügiger. Ich nehme hier mal 5 cm weg. Das heißt nicht, dass wir diese 5 cm so wie sie sind nutzen müssen. Aber dann haben wir auf jeden Fall ein langes Stück, was wir als Banderole nutzen können. So, dann brauche ich ein Stückchen in 7,5. Blödsinn. Ich brauche jetzt eins in 10 cm mal 14,5. So, in 10 cm mal 14,5. Das wird für den Einleger sein. Dann brauche ich für diesen Aufleger 7,5 mal 14,5 auch. Also 14,5 mal 7,5. So, das wird für diesen Aufleger. Und dann brauchen wir natürlich auch noch von dem Designpapier. Und das in 7 mal 14 cm. Also 7. Und dann mal 14 cm. So, und das wird dann übereinander geklebt. Und warum seid ihr jetzt gleich lang? Irgendwas habe ich hier falsch gemacht. Wir gucken mal. So. Nö, das passt aber eigentlich ganz gut. Das heißt, wir nehmen hier einfach noch mal einen halben Zentimeter weg und schauen mal, ob das unser Problem schon löst oder ob wir noch weiter reduzieren müssen. Nö, das sieht doch schon gut aus. Also haben wir hier jetzt eine Länge von 14, wie ich auch gesagt hatte. Aber habe ich nicht kontrolliert. Auch schön. So. Und jetzt gucken wir uns hier nochmal an.
Sie hatte hier was Geprägtes mit rangehangen, was damit drauf kommt. Ich wäre ja tatsächlich dafür, dass wir uns hier diese Stanze nehmen und das hier vorne dran kleben, statt dem Prägen. Und jetzt ist halt nur die Frage, mit was machen wir das? Mit dem oder mit dem? Nee, mit Flüsterweiß ist es schon schöner. Und hier haben wir auch genau die richtige Länge. Das kurbel ich gleich nochmal durch die Prägestanzmaschine durch. Und wir brauchen natürlich auch noch was für innen. Und da würden sich hier wiederum diese kleinen Zweige wunderbar eignen. Und die würde ich dann aber in Celadon nehmen wollen. So, was wir aber hier jetzt schon mal machen können, ist uns das zurechtbiegen. Und ich glaube tatsächlich, dass ich hier diese 5 cm wirklich bestehen lasse. Lege ich mir auch mal so auf Seite. So. Dann kommt jetzt erst einmal die Prägestanzmaschine. Ich würfel und schmeiße um mich. So, das haben wir gerne. Okay, als erstes ziehe ich mir das Zierelement durch die Schneideprägemaschine. Aber was eigentlich doof ist, weil wir können hier auch gleichzeitig schon mal die Blätter oder zumindest einmal mit dem Blatt. Das geht auf jeden Fall. Und nehme ich mir hier so ein Reststückchen. So. Jawohl. Und den brauchen wir aber zweimal. Einmal für oben, einmal für unten. Ich steche mir hier nur gerade das Innenleben raus. So, also nochmal. So. Zweimal muss reichen. Ich bin hier wirklich ein wenig vom Rad ab. Okay. So. Auch hier muss das Innenleben natürlich noch raus. Aber dann. So. Dann haben wir zwei super hübsche Blätter, wie ich finde. Und dann kann man nämlich eins hier oben reinschauen lassen und eins von hier unten. Das kann man tatsächlich auch hier schon so ein bisschen quer machen, damit man noch genügend Fläche hat zum Schreiben. Aber das werde ich jetzt auch tun. Ich darf schon mal zurück. Also diese Produktreihe ist wirklich zauberhaft. Das kann ich an der Stelle nur noch mal betonen. Die macht sich richtig gut.
Man hätte jetzt hier natürlich auch einfach in Anführungsstrichen nur stempeln können. Ich glaube, das hätte es einem hier mit den Motiven auch verziehen. Aber ich fand das halt so schick, was die Brigitte gemacht hat, dass das nochmal so ein bisschen was Griffiges hat. Und das mag ich ja auch, so was Haptisches. Ne? Dass das nicht nur optisch ist, sondern dass man es auch wirklich spürt und fühlen kann. So, hier schneide ich mir nur den Stängel noch ein Stück weg. Ja, schau dir mal. Wenn das mal nicht schick ist, oder? So, jetzt kann hier auch noch ein kleiner Spruch hin und dann nehme ich einfach alles Gute. Das ist wunderschön geschrieben. Und nicht nur das, es ist auch noch für jegliche Zwecke einsetzbar. Ja, also völlig egal, ob das jetzt zum Geburtstag, zu Weihnachten oder was auch immer ist. Man kann es einfach immer nutzen. So, also alles Gute kommt hier unten hin. Jetzt schon so mega. Wunder, wunderschön. Kann man wirklich nicht anders sagen. So. Einmal einkleben. Auch mit möglichst gleichem Abstand. So, und jetzt kommt auch schon hier dieser Teil und ich finde das so mega schön. Oh. Schaut mal bitte, also ich lege euch das mal hier drauf, dass ihr das mal richtig sehen könnt, wie filigran das Ganze ist. Ist das nicht wunderschön? So, und das kleben wir auch noch vorne mit drauf auf, ups, hierauf. Dann hat man hier auch noch mal ein haptisches Erlebnis, wobei das so kaum rüberkommt. Aber in Celadon, ja, ich glaube, ich mache das tatsächlich auch nochmal in Celadon, weil so finde ich das ein bisschen zu nichtssagend. Und das ist sehr, sehr bedauerlich, weil dieses Papier ist vieles, aber nicht nichtssagend. Oder besser gesagt, die Farbe. Ja. So, das heißt, ich schneide mir hier auch noch mal ein Stückchen weg und stelle fest, ich hatte hier auch ein ganz anderes Stück. Naja, gut, aber nur damit ihr das seht, nur fürs Protokoll, das hier war das, was ich eigentlich hätte nutzen müssen, um dann noch ein Stückchen abzuschneiden. Ich hatte hier irgendwie wohl noch einen Rest rumfliegen in Celadon, nachdem habe ich gegriffen. Was heißt, ich hatte das hier rumfliegen? Nee, stimmt doch gar nicht. Nein, stimmt überhaupt nicht, was ich sage. Guckt mal, das kam hier von der Karte. Also alles richtig. Brauche ich auch nichts sagen fürs Protokoll oder so. Alles korrekt, so wie es ist. So, aber noch einmal wird gestanzt. Das verwirrt mich so, weil ich euch natürlich zeigen möchte, dass man das wirklich aus relativ wenig Mitteln machen kann. Und natürlich muss ich euch dann auch vormachen, dass es wirklich aus den Materialien funktioniert, die ich meinen Teammitgliedern zur Verfügung stelle. Sonst wird das ja alles keinen Sinn machen. Nicht wahr? Und dann fühle ich mich immer so im Zugzwang. So. Okay.
habe das ja jetzt schon mal gesehen. So, und jetzt haben wir auch den direkten Vergleich, wie wir das machen wollen. So, jetzt haben wir mal alles raus hier. Ob wir das doch so machen. Oder ich lege es auf die andere Seite. Einmal so. Und was das Auffallen angeht, muss ich mich dann doch für Celadon entscheiden. Ist einfach so. So. Auch das hier schön mit Abstand aufkleben. Und dann kommt das oben drüber. Tudum. Und dann gehe ich jetzt einfach hier an diesem gestitchten Rand mit Kleber lang und kann hier auch ein bisschen was in die Spitzen von den Blättern mit reingeben, sodass das da auch hält. Klebe das jetzt wiederum bündig auf den Aufleger auf. So. Kann mir dann jetzt gleich hier den kleinen Überstand noch wegschneiden. Jetzt sieht man hier natürlich das Weiß nicht mehr, aber sei es drum. Was wir jetzt aber noch machen können, wäre hier ein bisschen Gold. Und das mache ich auch. Also es wird nicht ganz so wie von der Brigitte werden. Die Brigitte hatte das Band genutzt für die Banderole und für die Banderole werde ich dann, glaube ich, doch lieber stempeln, aber es ist schon ziemlich wenig nur hier. So, also muss man noch anders machen. Das heißt, wir machen das Ganze, wie ich das gerne mache, mit ein bisschen Fusch-Fusch. So. Brauche meinen Tesafilm. Wo habe ich es denn? Wo habe ich es denn? Wo habe ich es denn? Da. So. Ein. Oh. Jetzt ist es auch noch angebeppt irgendwie. Na. Das liebe ich ja auch ganz besonders. Wenn man es braucht und dann erst nochmal reaktivieren muss. Bin ich denn jetzt hier an der falschen Stelle? Auch noch eine Erhebung. So, das ist mir jetzt zu blöd. Klingt gemein, ist aber so. Ups, hier geht wieder einiges fliegen. Das heißt, wir machen es noch anders. Kommt hier hinten halt ein bisschen. So.
Snail noch drauf. Und ihr seht, ich benutze den wirklich viel zu selten. Meistens in Videos. Aber gut, ist ja nicht schlimm. So, jetzt hätten wir hier die Vorderseite schon mal. Können das hier auch aufkleben. Und dann setzen wir da einfach nur noch eine schicke Schleife drauf. So. Noch kann ich es machen. Noch kann ich es machen. Dann kommt das hier nämlich mit Dimensionals. So. Also ihr seht, alles ist wie immer. Mit mir wird es einfach nicht langweilig. Ich entscheide mich 100.000 Mal um. Aber, ja. Das, was so gehört, das bleibt auch so. Nicht wahr? Okay. So, jetzt kommt es hier auch noch dran. Auch immer schön, wenn es an einem selber hängen bleibt. Denke ich mir auch immer nur, bist du hängen geblieben oder was? Lass mich los. So, jetzt gucken wir hier auch noch mal nach einem schönen Abstand. Möglichst gleich. So. Und dann haben wir hier kriege ich, glaube ich, nicht. Kriege ich hier eine Schleife draus? Nee, kriege ich nicht. Ist mir egal. Machen wir anders. Kein Problem. So, dann einmal hier drunter durch. Dann gibt es ein Fake-Schleifchen. Ist immer noch besser wie nix. Schneiden. Ist doch auch schick, finde ich. Oder was meint ihr? So, gut. Haben wir. Dann fehlt uns ja jetzt eigentlich nur noch die Banderole. Und die brauche ich mir gar nicht irgendwie vorfalzen oder so. Die kann ich mir hier quasi direkt anlegen und mache mir die so, dass sie einigermaßen gut passt. Natürlich sollte sie bündig sein. So, wir gucken jetzt mal, was hier das Problem ist. So, einmal und zweimal und Problem gelöst. So, jetzt brauchen wir hier natürlich nicht so ein Riesenteil an Verschnitt. Das ist überhaupt gar nicht notwendig. Das heißt, wir können uns hier noch was von wegschneiden. Ein gutes Stück. So. Und ich hatte ja gesagt, ich möchte das gerne bestempeln und dabei bleibe ich auch. Und zwar werde ich jetzt dafür dieses größte Motiv aus dem Stempelset nehmen. Das hier. Und auch das werde ich mit Celadon stempeln. Auch nochmal was zum Drunterlegen. So. Einfach mal drauf. Einfach immer drauf. Egal wie.
Hauptsache ein bisschen was los auf dem Papier. So. So, hoffen wir mal, dass kein Unglück passiert, dass hier nichts reinfällt. Das würde ich mir nämlich sonst nicht verzeihen. So, einfach mal nach oben auslagern. Okay. Haben wir es hier dann auch noch schön floral und tatsächlich auch um ein Vielfaches zu lang. Also das kriegt man nicht nur spielend hier drüber, sondern schaut mal, da ist locker noch ein halber Zentimeter zu viel. Das heißt, das werde ich noch mal ein Stückchen ziehen. Gucken wir mal, ob das dann noch genauso passen würde. Ja, dann passt das immer noch sehr gut. Jawohl. Dann kleben wir das so zusammen und dazu nehme ich jetzt auch einfach mal hier den Snell, der ist ja noch da. So, das kleben wir jetzt auch schön bündig zusammen. Ist immer noch weit, aber nicht mehr vergleichbar mit dem vorherigen. So, und dann brauchen wir noch ein Etikett. Und für das Etikett habe ich mir tatsächlich schon was überlegt. Und zwar werde ich hier mit diesem für jede Gelegenheit, ich musste erstmal suchen, wo habe ich es denn, damit werde ich zwei Etiketten ausstanzen. Einmal in Grundweiß. Hast du? So. Und einmal in Celadon. Dann können wir das Ganze nämlich so aufeinander machen. Dann hat das auch noch so ein bisschen was, ja, etwas Größeres auf jeden Fall. Und wir haben ein bisschen mehr Platz, um das Ganze zu beschriften. Und dadurch, dass wir hier ja auch noch was Gold haben, könnte man das Ganze auch noch so ein bisschen aufpeppen. Wir gucken. Geburtstagsgruß nehme ich mir hier aus Elegant gesagt. Von Herzen einen wunderbaren Geburtstag. Stimmt, hatte ich schon aufgezogen. Ich dachte gerade, wo ist es hin? Wo ist es hin? Wollte ich wissen, aber und bumm. Natürlich ist das nicht ganz so gerade, wie ich es gerne gehabt hätte, aber es ist annehmbar. So, dann bekommt jetzt, was hatte ich denn eben gelegt, wo ich gedacht habe, da kann man das noch schön mit aufpeppen. Hier hinter, ne? So. Ja, ich glaube, das mache ich auch. Also werden wir das auch hier dran noch mal festkleben. Einmal in der Mitte. Upp. Habt ihr das gesehen? Eieieiei. So. Na?
Und dann kommt hier jetzt mit Dimensionals das Etikett drauf. Und dann können wir das auf unsere Banderole aufgeben und dann ist die Karte meines Erachtens fertig. Ei, wo biebst? So. Sieht doch gar nicht mal verkehrt aus, oder? Ich habe hier eine ziemlich nervige Fliege. Habt ihr sie gesehen? Die ist auch noch eine kleine Rampensau. Die nervt nicht nur mich, die fliegt jetzt auch noch hier durchs Bild. Und setzt sich auch noch ganz frech. So. Okay. Here we go. Dann hätten wir unsere Karte soweit fertig. Und ich zeige euch jetzt nochmal zum direkten Vergleich die wunderschöne Karte von Brigitte. Ich muss jetzt hier nur mal gerade ein bisschen räumen. Räumen, räumen, räumen. Sonst sieht das ja am Schlussbild auch irgendwie nicht gut aus. So. Das schieben wir einfach mal auf Seite. So. Und Brigittes Karte, wo habe ich sie hin? Da. Es ist tatsächlich auch noch was an Farbkarton übrig. Nur, dass ihr das seht. An Geschenkband ist nur noch dieser kleine Stummel hier. Hier haben wir auch noch ein bisschen was an Papier. Und Brigitte hatte dann hier eben das Geschenkband hatte sie hier um die Banderole gewickelt und hatte dann hier halt noch so ein paar Blüten rausgeholt. Das macht jetzt hier für mich leider nicht so viel Sinn, sonst hätte ich das hier auch noch aufgebraucht. Aber einmal unsere beiden Karten im Vergleich, aber beide mit demselben ungefähr an Materialien, was man so zur Verfügung hat. Und ich finde, das kann sich beides sehen lassen, oder? So, und jetzt machen wir das Ganze auch nochmal auf. Und auch da hat Brigitte ja deutlich mehr gemacht wie ich. Ne, sie hat auch hier die Seite noch bestempelt. Das habe ich jetzt hier gar nicht, weil ich diese Blättchen aufgeklebt habe. Aber das haben wir gleich. Also, dass das auch noch so eine kleine haptische Erfahrung ist. Und ich finde es einfach wunderschön. Also ich bin auf jeden Fall gespannt, was ihr dazu sagt. Schreibt es gerne unten in die Kommentare. Wenn ihr meinen Newsletter noch nicht abonniert habt, könnt ihr das sehr gerne tun. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Da findet ihr im Übrigen auch den Link zu meinem Online-Shop und auch einen Link, mit dem ihr direkt mit dem Gastgeberinnencode über mich bestellen könnt. Wenn ihr mit dem Gastgeberinnencode über mich bestellt, nicht mit mir, sondern über mich bestellt, dann gibt es im Folgemonat eine Kleinigkeit für euch als kleines Geschenk. Und woran ich auch nochmal erinnern möchte, und ich hoffe, da gibt es zahlreiche Teilnehmer, ich hatte euch ja geschrieben, nicht geschrieben, ich hatte euch gezeigt, ich bin durch für heute. Ich hatte euch gezeigt, dass es diese ATC-Karten gibt, diese kleinen Karten. Ich hole mal gerade. Hier, diese Karten sind das. Diese kleinen im super Mini-Format, aber echt richtig klasse, finde ich. Und ihr seht auch, hier ist das Goldband in Aktion, aber darum geht es hier gar nicht, sondern macht bitte mit bis zum
22. Oktober, meine ich, habe ich gesagt, könnt ihr mir Karten schicken. 8 Stück an der Zahl. Wenn ihr eine Reihe aus 9 Karten gemacht habt, dürft ihr also eine behalten. Bei mir wird das diese hier sein. Der Rest wird dann mit den Teilnehmerinnen durchgetauscht. Und wenn ihr mir das Ganze in einem frankierten Rückumschlag, mit einem frankierten Rückumschlag zuschickt, Hilfe! So, dann nehmt ihr automatisch teil. Ich zeige eure Kunstwerke in einem Video und danach werden sie durchgetauscht und dann bekommt ihr die entsprechende Anzahl an Tauschkarten. Und damit ich euch natürlich 8 andere Tauschkarten schicken kann, brauche ich natürlich auch mindestens 8 weitere Teilnehmer. Zweimal habe ich schon ATC-Karten zum Tausch bekommen. Und 2 weitere Male wurden mir zumindest zugesagt. Das heißt, dann sind wir schon 4 beziehungsweise mit mir 5. Also mindestens 3 brauchen wir noch. Ist natürlich schön, wenn es deutlich mehr wird, aber mindestens 3 brauchen wir noch. Wenn du dich also angesprochen fühlst, bis zum 22.10. kannst du mir deine Karten schicken. Und wie gesagt, den frankierten Rückumschlag nicht vergessen. Und dann bekommst du, nachdem ich dein Kunstwerk gezeigt habe, ein Päckchen oder ein Brief, ist ja kein Päckchen, ist ja ein Brief zurück, mit 8 anderen Tauschkarten. So, jetzt haben wir es aber. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen wunderschönen Sonntag. Passt auf euch auf, bleibt gesund und kreativ. Und ja, ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Möglicherweise könnte das am Mittwoch sein. Ich kann es nicht zu 100% garantieren. Aber ich würde mich natürlich freuen, denn es warten ja noch weitere Projekte, die ich nachbasteln sollte. Ich hole sie nochmal gerade alle ins Bild hier. Wird jetzt ein bisschen voller. So. Und auch zu den anderen Projekten, die jetzt hier verteilt liegen, bekommt ihr nochmal eine Videoanleitung. Wie gesagt, peu à peu, Stück für Stück, jedes Projekt einzeln. Ich wünsche euch was. Passt auf euch auf, bleibt gesund und wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Bis dahin. Tschüss.